Tigers Süper EM Stüdyo. Hoppa! Mami, mir geht's richtig gut, ja. Weißt du warum? Weil ich habe auf Deutschland getippt und Deutschland hat gewonnen. Und ganze Wettbüro hat gesagt, fahr Cabrio, geh Kudam und mach Ding, 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 Konvoi, Monvoi, ja. Also super, ja. Guck mal, wie gestern Spiel war, wie ich getippt habe. Österreich, Kroatien, habe ich getippt. 0-2 haben gespielt, 0-1. Scheiße, ja. Ein Tor haben die Kroaten wieder, haben bestimmt wieder so Wettbüro-Aktion gemacht. So, dann unser Spiel, ja, unser Jackpot, ja. Deutschland ist für Wettbüro Jackpot, weil es Garantie, wenn du tippst Deutschland, ist wie früher gute deutsche D-Mark, weißt du, wenn du gibst D-Mark irgendwo hin, du kriegst doppelt D-Mark zurück, ja. Deutschland ist wie alte D-Mark, ja. Guck mal, ich habe getippt 3-1, okay, nicht richtig ganz, aber 0-2, aber Unterschied 1-3 minus 1 ist 2-0. Ganz einfach, oder? Habe ich also wieder richtig getippt, ja. Gestern, beste Spieler, Tag 2 haben wir gemacht. Ümit Korkmaz, ja, Ümit Korkmaz kam rein für Österreich. Für Österreich, Österreich spielt das zweite Halbzeit. Morgen, der war Wirbelwind von Bosporus, ja. Warum spielt nicht Türkei? Was ist los? Fatih Terim. Und dann bei Deutschen, klar, es gibt nur einen Mann gestern, Luka Podolski. Hast du gesehen, wie er geguckt hat? Wie war wie türkischer Film in den 70er Jahren. Er hat geschossen, wollte jubeln, hat gesagt, nein, ich darf nicht. Nein, ich bin in Polen geboren. Mann, der war richtig so, hat mich, der konnte nicht richtig, der hat nur gemacht. Mann, das war richtig türkischer Film, ja? Und was ist los hier? Kategorie beste Hareket. Tag 1, nix, 0, 0. Tag 2, 0, 0. Was ist los? Machen wir mal ein bisschen Hareket. Guck mal, wie Ilhan Mansis, wie heißt diese WM 2002? Roberto Carlos hat da richtig, das ist Hareket. So Hareket machen. Beste Autokonvoi. Oh, Deutschland, ja. Habe ich gesehen, Autokonvoi von Deutschland nicht schlecht, ja, haben gut gelernt von Türken, Mürken aus Deutschland, ja. Viele Autos hintereinander, aber weißt du, was das Problem war? Die meisten von den Autokonvois da drinnen im Fahrer war nicht Deutscher, Fahrer war Türke. Allah, Allah. Aber vielleicht ist so. Wer kam Deutschland 2008? Kann man nicht wissen. Kommen wir nächste Kategorie. Spiel heute. Erstes Spiel ist Rumänien, Rumänien, Frankreich, Frankreich. Oh ja, bei Rumänien muss ich immer denken an Pitbull, Rambo Radu, weißt du? Und weißt du, wie der aussah? Goldzahn, Goldkette und ganz lange Haare und hat immer so getanzt. Pitbull sind die gut, aber Fußball sind die auch nicht schlecht, aber ich glaube nicht, die werden auch Europameister. Frankreich, Frankreich, oh ja. Jeder Türke liebt Bilal Ribery. Darum, ich kann sagen, wird ganz enges Spiel, aber ich sag mal so, ich mach mal Pitbull gegen Ribery. Ribery gegen Pitbull, ich mach mal ganz Sensation, sag ich mal. Ich sag mal so, wann. Oh, was für Spiel mir, ja. So ein Spiel kann doch nicht Vorrunde sein, ja. So ein Spiel ist Halbfinale, Finale oder Viertelfinale. Sowas da wollen wir sehen, aber nicht doch jetzt schon. Was ist das? Ich verstehe sowas nicht, ja. Holland, Italien, ich sag mal so, Holland mit jetzt, guck mal, neue Mannschaft, die wollen was erreichen. Italien, Weltmeister, aber ich sag mal so, guck mal, ich schau dir Italien an. Sieht aus wie ein Ajak, wa? Richtig Ajak. Und wenn du hast Ajak, kannst du richtig jemanden in den Arsch treten, weißt du, so Ajak. Sieht man doch schon, weißt du? Und das sieht aus, kannst du selber ausdenken, wie aussieht. Darum, ich sag mal so, Holland macht bestimmt ein Tor, bestimmt, weil die sind gut, offensiv. Frage ist, wie immer, wie viele Tore macht Italien? Und ich sag mal so, Italien kriegt nicht maximal ein Tor rein, bei diesem Catenaccio. Italien gewinnt 2-1, wirst du sehen.